Willkommen zurück zu Let's Play Lego der Herr der Ringe. Es ist jetzt schon wieder einmal eine etwas längere Zeit her, seitdem ich das letzte Mal in diesem Spiel bin. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich im letzten Part gesagt habe, was wir in diesem Part machen. Entweder sagte ich, wir machen in diesem Part nun ein Level, oder wir machen hier unten weiter. Der letzte Bereich in der Welt. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen werden wir nun einfach das Level der Schwarze Tor machen. Weil von Leveln fehlen uns noch ein paar mehr. Und anscheinend fehlen uns auch nur noch 3 Charaktere. Die haben wir also auch fast alle. So, was fehlt uns denn in diesem Level? 10 Minikits, der Bauplan und die 3 Schätze. Also alles bis auf wahre Abenteurer. Ich vermute mal, hier im ersten Gebiet wird es noch nichts geben. Also wir müssen erstmal kurz den Troll besiegen. Bis wir an irgendeinen Sammelgegenstand rankommen. Und hier nun das dritte und vermutlich letzte Mal. Danach sollte er besiegt sein. Nun kommt dann noch so einer. Na gut, dann besiegen wir den eben auch noch. Irgendwas habe ich getroffen, aber ich weiß nicht, was. Ein Katapult vielleicht? Eins von fünf. Ich wüsste jetzt gerne, was das eine war. Wir werden dort hinten einfach mal in die Orkmasse schießen. Vielleicht treffen wir irgendwas. Ich sehe, was wir treffen sollen. 3 von 5. Von 5. Da haben wir das erste Minikit. Dann Gollum und dann holen wir uns mit ihm das nächste, das zweite. Da oben rechts im Bild gerade, da ist eine Truhe. Darin wird wahrscheinlich ein Schatz sein.
ist der Troll gerade nochmal vom Tor gesprungen. Und wo bekomme ich denn nun den Schlüssel? Ah, hier. Können wir hier ausgraben. Und wir bekommen Bruststück mit der weißen Hand. Ich glaube, dafür haben wir die Person auch schon gefunden, die das haben möchte. Der Troll ist besiegt. Nun kommt der wieder. Den müssen wir dann also auch noch einmal besiegen, vermutlich. Wie dieses Mal. Hat er wieder die Zielscheibe am Hals? Oder anders? Nein, er hat die immer noch. Weiterer Troll, dieses Mal aber gepanzert. Einfach gegenschlagen oder muss man das irgendwie anders machen? Ihm zu nahe kommen, ist auf jeden Fall keine gute Idee. Aber jetzt. Das müssen wir anscheinend zweimal machen, dann ist seine Rüstung weg und dann vielleicht noch ein drittes Mal, um ihn dann endgültig zu besiegen. So, das zweite Mal, damit sein Helm weg ist. Und damit er auch wegkämmt. Links sehe ich schon ein bisschen was, was man machen kann. Als erstes können wir hier hochklettern und uns dieses Minikett holen. Nein, nicht nochmal. Dann können wir hier eine Fackel ausgraben. Geht auch nicht. Ein flammender Helm. Bevor wir dort hochgehen und uns dort das Minikett holen, gehen wir erstmal hier rein. Was haben wir hier? Einiges anscheinend. Hier können wir kurbeln. Was machen wir damit? Wir holen uns das erste Minikett. Ein Minikit kann man bestimmt mit dem Schwein holen. Ja, ein Rennen. Doch kein Rennen. Wir müssen hier einfach nur durchlaufen. Durch diese Tore. Und da haben wir Minikit Nummer 6. Hier haben wir Minikit Nummer 7.
Minikit Nummer 8. Also an Minikits kommt man in diesem Level sehr schnell dran. Und Minikit Nummer 9. Hier drin wird dann vermutlich der letzte Schatz drin sein. Oder der Bauplan. Der letzte Schatz. Elbenlaute. Nun fehlt uns noch ein Minikit und der Plan. Wo das Minikit ist, wissen wir, aber wo ist der Plan? Vielleicht ist der ja auch dort oben. Da drin ist er höchstwahrscheinlich nicht. Wäre. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich den nun übersehen habe. Daher, dass der Raum da drin nicht wirklich groß ist. Minikit Nummer 10. Ich glaube, sobald wir diesen voll besiegt haben, kommt noch einmal der Nazgul. Und sobald wir den ein weiteres Mal besiegt haben, was ist dann auch mit dem Level? Danach dürfte nichts mehr kommen. Es kommt nicht mal der Nazgul. Das war's einfach schon. Na gut. Dann werde ich jetzt nach dem Entwurf suchen. Sobald wir alles gesehen haben, was wir bekommen. Den Entwurf in diesem Level zu holen ist eigentlich ziemlich einfach. Das hätten wir sogar damals, glaube ich, schon machen können. Wenn wir dort hinten über diese Felsen springen können, ohne sie vorher aus dem Weg zu räumen. Na gut, das geht nicht, also hätten wir das damals doch nicht machen können. Der Entwurf ist hier auch in dieser kleinen Ecke hier links. Zurück nach Mittelerde, speichern und verlassen und dann haben wir hier nun in diesem Level alles. Was bekommen wir? Mithril-Zunderbüchse. Es fehlen nun nicht mehr wirklich viele Level, ich glaube noch 4 oder 5. Ich habe es nun geschafft, bis hier hinzukommen in dem Level, die Minen von Moria. Als wir hier damals bei dem Level waren, da ist das Spiel nach dem Kampf gegen den Troll ja dauerhaft abgestürzt. Ich habe das zu dem Zeitpunkt ja irgendwie 5 bis 10 Mal so ungefähr versucht. Es ist immer abgestürzt. Doch nun habe ich es geschafft. Beim ersten Versuch. Also werden wir das Level wahrscheinlich doch zu 100% beenden. Es ist nun auch schon ein paar Monate her, seitdem ich dieses Level das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Monate. Aber es sind schon einige. Es war aber noch in diesem Jahr.
Glaube ich zumindest. Tatsächlich bin ich mir dabei auch gerade nicht sicher. Aber es dürfte schon in diesem Jahr sein. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Lauft! Nun müssen wir nur noch alles sammeln. 6 Minikits und 2 Schätze fehlen. Eins von 3. Zwei von 3. Wir gucken uns gleich an, was dort weggeflogen ist. Minikat 5 von 10. Dann klettern wir hier nun mit Gollum hoch. Holen uns Minikat 6 von 10. Ich vermute mal, das ist ein Schatz, was dort eben weggeflogen ist. Hoffe ich zumindest. Ja, ist einer. Hausschlüssel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir schon die Person gefunden haben, die hier in den Minen von Moria ihren Hausschlüssel verloren hat. 7 von 10. Ein Schatz fehlt noch. Ich hoffe, der letzte Schatz wird im nächsten Bereich sein, weil hier gibt es nicht mehr viel. Ich glaube, wir haben damals schon so ziemlich alles hier zerstört in diesem Level. Deswegen werden wir das nun nicht erneut tun. Ich habe auch eine Vermutung, warum das damals abgestürzt ist. Dieser rote Stein, Verkleidungen für Bossgegner. Den hatten wir damals an. Bei jedem Versuch, den ich hatte, war der an. Der Troll war auch immer verkleidet. Und nach dem Kampf gegen den Troll ist das immer abgestürzt. Ich habe, bevor ich das Level gestartet habe, dieses Mal diesen roten Stein ausgemacht. Und nun ist es nicht abgestürzt. Vielleicht lag es ja an dem roten Stein, vielleicht aber auch nicht. In diesem Part zumindest werde ich das nicht mehr herausfinden. Und was genau soll ich hier nun machen? Wer hat denn einen Eimer? Ja. Bisher wird dir nichts angezeigt. Ich glaube, das hier war mal ein Minikit oder ein Schatz. Hier hinter ist doch bestimmt irgendwas. Das konnten wir damit sicher nicht öffnen. 2 Minikits sind hier. Da haben wir das erste. Minikit 8 von 10.
Wie genau halte ich das an? Jetzt hat es funktioniert. Und einmal noch. Das, na gut. So, nun Minikit. Oder auch nicht. Warum? Hier können wir doch einfach schon rüberspringen. Oder, ja gut, so hoch kommen wir nicht. Ich muss doch nicht unbedingt springen. Einmal noch. So, geschafft. Nun holen wir unser Minikit. Hier war doch eben noch ein Tausender. Ja, da vorne ist noch ein Tausender, aber an den kommt man anscheinend nicht ran. Vielleicht nur mit einem Stud-Magneten, den wir nicht haben. Den werden wir aber wahrscheinlich in nächster Zeit noch finden. Hier wird auch nichts angezeigt. Ein Minikill fehlt noch und ein Schatz. Aber das müsste beides noch kommen. Zumindest bezweifle ich mal, dass ich eine Minikit übersehen habe. Daher sollte sie uns ja auch angezeigt werden. Und bisher kommt es mir nicht so vor, als ob ich einen Pfeil, der auf ein Minikit deutet, übersehen habe. Nun können wir darüber. Legolas. Nun fällt Gandalf erstmal und besiegt den Balrog. Achso, nee, wir können auch. Das müssen wir nicht machen. Wir können auch direkt zu denen wechseln. Hier wird auch schon das letzte Minikit angezeigt. Da drinnen anscheinend. Das war einfach. So, Schatz. Wo ist der letzte Schatz? Was macht das hier? Es bringt uns den letzten Schatz. Nein, warum geht es wieder hoch? Da runter meine ich. Na gut, war beides richtig.
Damit wir das einsammeln können, brauchen wir da einen zweiten Charakter. Damit wir einen zweiten Charakter haben, müssen wir das mit Gandalf hier erstmal abschließen. Dann mache ich das kurz. Und noch einmal. Dann ist der besiegt und wir können in Ruhe unseren letzten Schatz in diesem Level einsammeln. Und danach ist der Part dann auch schon zu Ende. Nun haben wir hier einen zweiten Charakter, der uns den Schatz einsammeln kann. Künstlerhut. Den hat er sich mal... Den hat er sich anscheinend unter die Haare gesetzt. Millionen Stats haben wir mittlerweile auch. Und nun ist diese Lücke bei den Leveln, die wir zu 100% abschließen müssen, damit wir die 100% bekommen. Endlich auch gefüllt. Dann beende ich hier nun erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.